Hallo, heute möchte ich mit euch aus Himbeeren und Erdbeeren zwei Sachen herstellen, und zwar Dessertsoßen, die wir auch einkochen, einmal aus Himbeeren, einmal aus Erdbeeren. Natürlich essen wir unsere Beerenfrüchte auch frisch, das, was wir aber nicht schaffen, das frieren wir dann immer gleich geputzt ein. Und wenn dann genug zusammenkommt, dann wird das verarbeitet. Wir lieben diese Dessertsoßen zum Beispiel über Eis oder auch als Fruchtspiegel auf einem Teller mit einem Dessert drauf, einem Gris Flammery oder aber auch einem Parfait oder auch zum Backen. Wenn ich eine Torte backe, als Fruchtspiegel obendrauf, dann noch ein bisschen gebunden. Das ist was ganz, ganz Feines. Ja, dann fangen wir mal an. So, die Himbeeren und die Erdbeeren habe ich gestern Abend schon rausgetan in einen Topf, damit sie auftauen können. Und ja, da zeige ich euch jetzt gleich, wie das aussieht. So, dann schaut mal hier im Topf. Wir haben ein bisschen mehr an Himbeeren wie Erdbeeren. Das ist jetzt, wie gesagt, gefroren gewesen und aufgetaut und ist dadurch natürlich jetzt schön weich. Aber da das Ganze ja zu einer Dessertsoße verkocht wird, ist das auch genau richtig so. So, ich habe jetzt hier Zucker. Immer vom Ausgangsgewicht nehme ich für die Dessertsoßen ein Viertel. Das heißt, wenn ich ein Kilo Früchte habe, nehme ich 250 Gramm Zucker. Bei den Himbeeren haben wir natürlich mehr Gewicht, also auch mehr Zucker. Schön mit in den Topf rein. Dann kommt natürlich auch noch von meinen Zitroneneiswürfeln, also von dem eingefrorenen Zitronensaft, was dazu. Bei den Erdbeeren ein bisschen weniger, bei den Himbeeren kommt gleich ein bisschen mehr mit rein. Natürlich verlinke ich euch das Video wieder oben, damit ihr seht, wie ihr das auch herstellen könnt. Jetzt heißt es für die zwei Sachen erstmal ordentlich aufkochen, damit der Zucker auch flüssig wird, schmilzt, damit die Fruchtstruktur ganz zerstört wird, damit das dann einfacher ist, da eine Soße draus zu zaubern. Los geht's, Platten an. Und jetzt heißt es erstmal umrühren und einen Augenblick warten, bis das Ganze ordentlich aufkocht. Im Übrigen schmecken diese Dessertsoßen auch richtig, richtig lecker, wenn man da so eine Frozen Margarita draus macht. Einfach die Dessertsoße in Eiswürfelbehälter einfrieren, im Hochleistungsmixer mit einem bisschen Wein oder einer anderen Spirituose. Da die Erdbeeren bei mir immer relativ schnell an Farbe verlieren, mache ich hier jetzt mal ein bisschen was von meinem Cassis-Sirup, also schwarzen Johannisbeersirup, mit rein, in der Hoffnung, dass die Farbe dann ein bisschen länger hält. Gerade Erdbeeren verlieren ja schnell die Farbe, wird dann leicht bräunlich, tut dem Geschmack keinen Abbruch, aber optisch ist es schöner. Ja, hier nehme ich jetzt die Viertelliter Wegflaschen. Die habe ich wie immer vorher ausgekocht, zum Auffüllen auch einen Trichter, die Klammern gerichtet. Und die Gummis habe ich vorher in Essigwasser ausgekocht und dann nochmal in Klarwasser. Und die Deckel für die Fläschchen lagere ich auch immer in dem heißen Wasser, wo die Gummis sind, bis ich sie benötige. Meine Abfüllstation sozusagen. Ja, hier habe ich noch den Messbecher, um später abzufüllen. Und den Stabmixer habe ich mir auch schon gerichtet, weil das Ganze muss ja dann schön püriert werden. Bei den Erdbeeren, die haben ja nur ganz, ganz kleine Kernchen. Das reicht, wenn ich da mit dem Mixer ordentlich durchgehe. Wenn da noch das ein oder andere kleine Kernchen übrig bleibt, stört uns das persönlich nicht. Wer das nicht will, kann es im Anschluss durch Sieb geben. Bei den Himbeeren ist es ein bisschen anders, gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, aber die Erdbeermasse hat schon gekocht, die Himbeeren kochen jetzt auch gleich. Ja, wie das duftet. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Richtig, richtig lecker. Okay, das reicht, das kocht schön sprudelnd. Jetzt habt ihr den Dunst an der Kamera und ich an der Brillegläser. Aber der Topf mit der Erdbeermasse ist jetzt fertig. Das heißt, wir können jetzt dazu übergehen, da mit dem Mixstab reinzugehen und die Soße herzustellen. Hier brauche ich auch definitiv keine Bindemittel. Von der Konsistenz her reicht mir das vollkommen als Dessert- oder Fruchtsoße. Nur ordentlich durchmixen. Ja, hier schafft der Mixer auch einen großen Teil der kleinen Kernchen einfach kaputt zu kriegen. Wenn noch ein paar bleiben, wie gesagt, einfach durch Sieb streichen und stören die kleinen Kernchen von der Erdbeere weniger. Die setzen sich nicht so in die Zähne fest wie die von den Himbeeren. Ein paar Stückchen habe ich gerade noch schwimmen sehen, deswegen
Einmal nochmal durch. Da wir die Dessertsoßen noch einkochen, müssen wir uns beim Abfüllen auch nicht so ja, ganz sputen. Von daher passt das. Jetzt nehme ich hier natürlich, schäume ich ein bisschen ab, nehme den Schaum ab. Wenn noch ein bisschen drin bleibt, ist das nicht wild. Wie gesagt, wir kochen es ja ein. Wenn der Schaum erkaltet, weiß ich schon, wer den essen wird. Nämlich der, der heute hinter der Kamera steht. Gell, Matthias? Er kann euch jetzt, weil wir nachvertont haben, natürlich nicht antworten. Ja, jetzt kommt wieder mein heißgeliebter Messbecher zum Einsatz. Und ich kann jetzt Stück für Stück die Wegfläschchen befüllen. So, oh, das riecht. Im Übrigen auch lecker, einfach eine Quarkspeise oder mit in Joghurt rein, ist auch fantastisch. Enthält weniger Zucker als eine Marmelade. Also viel, vielseitig verwendbar. Und die Himbeer-Dessertsoße, die liebe ich auch mit Sekt aufgefüllt. Yummy. Oh, die eine Flasche wird nicht voll, aber die werden wir dann einfach im Kühlschrank, die wird nicht mit eingekocht, die werden wir in den nächsten ein, zwei Tagen einfach aufbrauchen. So, wenn die Gläser natürlich oder die Flaschen alle gefüllt sind, heißt es verschließen. Dazu jeweils ein Dichtungsgummi auf den Deckel auflegen. Das überschüssige Wasser immer ein bisschen abtropfen. Schön drauf. Ab auf die Flasche. Oh, wie ihr seht, der Gummi ist schon ausgeleiert. Den können wir nicht nehmen. Das merkt man recht schnell, wenn man es auflegt und da ist zu viel Spiel. Einfach aussortieren, sonst ist der Verschluss nicht mehr gewährleistet. So soll es richtig sein. Wenn alle Deckel aufliegen, einfach rechts und links auf zwei Seiten gegenüberliegend die Klammer drauf. Und ab auf die Seite damit, weil wir kochen ja nicht jede Soße separat ein, sondern wir werden erst noch die Himbeersoße fertig machen und dann alles zusammen in den Einkochtopf geben. So, dann können wir uns jetzt der Himbeermasse widmen. Nochmal umrühren, ist immer noch leicht am Blubbern. Jetzt stellen wir mal die Platte aus und mixen einmal die Himbeeren kurz durch. Die Himbeeren haben deutlich widerstandsfähigere Kerne als die Erdbeeren. Aber nichtsdestotrotz mixe ich hier einmal durch, um das ganze Fruchtfleisch auch richtig klein zu kriegen. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch sofort. Erst nochmal ein bisschen durchmixen. So, nachdem wir das jetzt kurz durchgemixt haben, gebe ich das durch Sieb und streiche mit einem Esslöffel quasi das unten durch. Hat den Effekt, die Kerne bleiben im Sieb, unten kommt nur das reine Fruchtmark mit dem Zucker raus. Und somit haben wir dann auch keine dicken Himbeerkerne zwischen den Zähnen kleben. Stellt euch mal eine schöne Himbeertorte vor. Mit der Dessertsoße als Fruchtspiegel obendrauf, mit ein bisschen Tortenguss oder Agar-Agar, was auch immer, gebunden. Ich würde natürlich Apfelpektin nehmen und oben einen schönen Glanz drauf durch eine Schicht von dieser Himbeersoße. Yummy. Unten drunter Biskuit und Sahne und noch ein paar frische Himbeeren. Was Feines. So, wie ihr seht, wir haben fast nur noch die trockenen Kerne da drin. Das ganze Fruchtmus haben wir durch Sieb bekommen. Und ja, köstlich. Unten am Sieb hängt natürlich auch immer noch Fruchtmark. Das habe ich jetzt gerade mit dem Küchengerät, fällt der Name nicht ein, gibt's nicht, nochmal abgekratzt. Ja, mit dem Küchenspatel, nenne ich ihn mal. So, dann ab in den Messbecher und dann werden wir auch mit der Himbeersoße die Flaschen befüllen. So, auch hier nehme ich die Viertelliter Wegfläschchen. Ich werde immer wieder zum Füllstand gefragt. Ihre dickflüssige Geschichten, die sich zwischen Gummi und Glasrand legen können. Da muss ich nach oben immer Luft lassen, dass wenn das kocht, obwohl hier wird ja nur bei 80 Grad eingeweckt, von daher kocht da ja nichts über. Wenn ich klare Flüssigkeiten habe, alles was unter 100 Grad, kann ich ruhig voller. Mache ich aber 100 Grad und durch die aufsteigenden Bläschen, durch das Kochen, kann sich da was zwischen Gummi und Glas legen. Deswegen dann immer auch ein bisschen Luft nach oben lassen. Oh, Glasrand sollte natürlich schön sauber bleiben, damit der Verschluss auch ordentlich funktioniert. Also gleich die Sauerei wegmache.
So, und dann, wie bei der Erdbeersoße auch, die Flaschen verschließen, Glasdeckel mit dem Dichtungsgummi versehen, auflegen, wie bei den Erdbeeren auch, rechts und links, also gegenüberliegend jeweils eine Klammer drauf, damit das Ganze auch zuhält. Und dann packen wir die gleich in den Einkochtopf bei 80 Grad, 30 Minuten. Da der Inhalt ja, heiß oder noch warm ist, muss natürlich auch das Wasser im Einkochautomat in etwa die gleiche Temperatur haben. Und ja, da ist der Einkochautomat natürlich praktisch, weil die Einkochzeit beginnt erst dann zu laufen, wenn die Temperatur erreicht ist. Ja, wer das im Backofen oder im Topf machen möchte, der wartet halt einfach mal einen Augenblick, 10 Minuten, Viertelstunde, bis die 80 Grad erreicht sind. Das Wasser im Einkochautomaten wieder bis kurz unter den Rand. Und ja, mit der Temperatur vom Wasser habe ich ja schon gesagt, wenn das Ganze nach 30 Minuten eingekocht ist, rausnehmen, abkühlen lassen, zugfrei, und am nächsten Morgen könnt ihr die Klammern runternehmen und dann in den Vorrat räumen. Ja, und wenn ihr diese Hebehilfe benutzt, dann verbrennt ihr euch auch nicht die Finger, wenn ihr die Sachen aus dem Einkochautomaten rausholt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar, einen Daumen hoch oder auch ein Abo freuen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Tschüss!